Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Echnodon zu einem neuen Part, Miitopia mit dem Zwergenfürst. Ich renne mal hier ein bisschen. Schaden kann's nicht. Ein Magikobold. Aha. Versuchen wir es mal mit Impuls. Zwing ist dran. Attacke. Ein Krunk ist dran. Das war's schon. Zwing und Kuban siegreich. Juhu. Hurra. Und weiter geht's. Wir halten zusammen. Der Gronk, der sagt auch nichts. Der läuft immer nur hinten her. Der sagt nichts dazu. Gronk, was gibt's denn? Wieso wirst du eigentlich der Großweise genannt? Oh, eine gute Frage. Ich bin schon seit langem als einfacher Magier durchs Land. Auf einer Reise habe ich den Leuten dieser Welt vieles beigebracht. So kam es, dass man mir mit der Zeit allerlei Namen gab. Der große Weise, der weise große, Großweisigkeit, all das, was eben, ehrlich gesagt, war mir das immer ein bisschen peinlich. Verstehe. Du bist echt cool, Gronk. Ach nein, das ist mir jetzt aber auch peinlich. Okay. Ich frage mich, was Gronk so mag. Gronk an meiner Seite fühle ich mich sicher. Okay. Oh, hier sind wir. Da geht's nach oben oder zur Schatztruhe. Ich würde es mal bei der Schatztruhe probieren. Ja, ich weiß, mit Gronk an deiner Seite fühlst du dich sicher. Auch in Kämpfen gegen eine Blitzwolke. Da kommst du zwar alleine relativ gut zurecht, aber... Was soll's? Blitz. Aber zu zweit geht das schon viel besser. Mit dem großen weisen Gronk an seiner Seite. Das alles viel besser. Ist man nicht mehr so allein. Und man wird beschützt. Fehlt jetzt nur noch der große Horst im Team. Fiese Formel. Sobald es zwei Leute sind, bringt es ja irgendwie was. Aber nur für eine Person bringt es das nicht ja viel, wenn man das so einsetzt. Die fiese Formel. Okay, ich werde geheilt. Brauche ich gar keine Streu, ja. Das ist gut. Nochmal fiese Formel. Machen wir sie alle. Zack. Superb. Und weiter kann's gehen. Knochenkeks. Okay. Ein Hühnchen oder was? Gasthaus. Okay. Interessant. Hier gibt's so unendlich viele Wege. Mal sehen, wo wir ankommen. Hier gibt's erstmal gleich eine Schatztruhe. Na dann. Da freue ich mich ja wohl ordentlich drauf. Eine riesige Schatztruhe. Öffnen wir sie. Enthielt Duotonkittel. Sieht etwas ulkig aus, aber von mir aus in grün, rot, in blau, rot, in gelb, rot, in orange, rot, in pink, rot, in violett, rot, in blau, türkis, rot und in rot, rot. Ist das nicht Duoton? Rot, rot. Ja, orange, rot. Sieht so ein bisschen wie... Woran erinnert mich das hier? An Two-Face. Kennt ihr Two-Face, den aus Batman? Genau das ist der. Genau das ist der. Bloß halt nicht mit der Brille, sondern mit dem Gesicht so. Nehme ich. Ein Orange. Orange. So. Noch ein Gasthaus. Das ging schnell. Was willst du schon aufhören? Pff, jetzt schon. So ein Quatsch. Der Part geht noch nicht mal 2 Minuten. Nach der Schatztruhe geht's weiter. Okay. Seltsam, was soll denn hier noch kommen? Ob das Gesicht von Blackie die zweite hier irgendwo ist? Nisa, das waren noch Zeiten. Wie sah das Gesicht von Nisa eigentlich aus?
Ach, was soll's? Es fällt mir schon wieder ein, sobald ich es sehe. Ja, sobald du es siehst, dann siehst du es ja und muss es dir gar nicht einfallen. Was sagt mir das jetzt hier, das Gesicht auf mich wartet? In einem Schleimbatzen. Magma Blackie 2 Schleim. Oha, oha, oha. Magma Blackie 2 Schleim. Okay. Blackie ist ein Magma-Schleim. Von mir aus. Okay, das hätte ich nicht machen sollen. Das ist wieder Schwachsinn. Den Age-Spielstreuer einsetzen, die sind ja wahnsinnig groß mittlerweile. Komm, das kriegen wir hin. Attacke. Wenn Gronkh ein bisschen mitkämpft mit Blitz, dann geht das vielleicht auch. So, noch einmal Impuls. Hoffentlich hält's. Uiha, uiha. Uiha, uiha. Heilung. Oh, vielen Dank. Das ist gut. Muss höllisch drauf aufpassen, dass der nicht so oft angreifen kann. Bringen wir es zu Ende, Flammensäule. Flammensäule beim Magma-Dings. Okay, hat gebracht. Hat's gebracht. Dann ist sehr gut. Hab's Dank. 637 gerettet. Und Blackies Gesicht gerettet. Lisas Gesicht gerettet. Blackie die zweite. Schleimgelee. Ui, das Gesicht von Blackie die zweite ist weg. Ja, es ist in Richtung Port Grotto geflogen. Ob wir Blackie die zweite geholfen haben? Wahrscheinlich. Auf nach Port Grotto, um es herauszufinden. Auf Reisen zählt nur eins Freundschaft. Aha, das wiederholt er jetzt ständig. Herr Zwergi. WhatsApp. Guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind doch Herr Zwergi, richtig? Du hast einen Brief erhalten. Damit wäre meine Arbeit getan. Tschüss. Lieber Zwergi, wie geht's? Ich habe mich geändert. Ich habe jetzt ehrliche Arbeit gefunden bei Jody, dein Höhlenorg. Zwergi erhält eine HP-Banane. Na super. Ach, das ist ja schön. Okay, Gasthaus. Jo, Gasthaus. Haben wir jetzt Blackie wieder im Team? Wenn wir die uns zurückholen, mir das Gesicht zurückgeben. Das finde ich übrigens interessant, dass uns jetzt dieses Team hier scheinbar aufgezwungen wird. Wir sollen jetzt irgendwie mit dem Team hier zurechtkommen. Also, wie es aussieht, müssen wir dann auch mit diesem Dreier-Team hier weiterkämpfen. Dann mit Blackie, mit Annelie und mit Putin. Hätte mir zwar diskret ein anderes Team ausgesucht, aber ja, wenn das Spiel es so will. Hier hast du erstmal dein Gesicht zurück, Lisa. Nimm. Hier hast du. Zack. Black Metal für alle. Ja, das war ihr Spruch. Ah, mein Gesicht, es ist wieder da. Ich wusste, dass du mich retten würdest. Ich bin bereit zum Kampf. Zielen wir in die Schlacht, Zwergi. Das erste Gesicht ist zurückgeraubert. Und wir waren keinen Augenblick zu früh. Brechen wir auf. Blackie, die zweite hat sich dir angeschlossen. Wieder zurück. Juhu. Ein altes Teammitglied ist wieder da. Black Metal Fan Lisa, schön sie wieder zu haben im Team. Ja, den Text musste nicht wiederholen. Experten, Profis, Anfänger. Wir gehen unten lang. Ich bin ein Anfänger. Wenn du das meinst. Es gibt also schwerere Wege. Ah, interessant. Ich bin mal ein bisschen vorsichtiger. Lisa ist noch nicht ganz zurück. Die hat sich noch nicht eingekämpft. Die muss erst noch ein bisschen zurechtkommen. Oh, die ist auch Level 11. Schön. Gronkh hat einen tollen Modegeschmack. Naja. Als großer Weiser hier oder als Real-Life-Person. Naja, eigentlich weder noch. Ich will nichts sagen. Jetzt der Mode-Trendsetter ist er irgendwie nicht, oder? Ich
fühle mich fit wie noch nie. Hahaha. Ja, jetzt, wo dein Gesicht zurück ist, da kannst du dich auch wieder fit fühlen. Schön, sie wieder im Team zu haben. Juhu. Mal sehen, wann wir die nächsten zurückbekommen. Dann warten noch ganz andere Leute auf mich. Mein altes Team. Die liebe ich. Ich schätze, wir müssen erstmal mit dem Team hier leben. Mit Lisa, mit Annelie und mit Putin. Und wo du uns sozusagen hier empfohlen, sozusagen. Öffnen wir natürlich. Hat das irgendeine Bewandtnis, dass es genau die sind? Oder was ist der Sinn von dem Spiel hier? Der Popstar, der Krieger und die Prinzessin. Das klingt ziemlich random. Wieder zu zweit. Wie schön. Da freue ich mich doch richtig. Mit dem großen Gronkh an der Seite ist es dann nochmal besser. Passiert hier was? Hoffentlich finde ich bald das Gesicht von Putin. Auf was für ein Monster wird es wohl kleben? Ich freue mich ehrlich gesagt richtig darauf, es zu erfahren. Halt, was sage ich denn da? Das ist eine ernste Angelegenheit und ich muss etwas unternehmen. Humu, da muss das Gesicht von Putin stecken. In einer Regenwolke. Warum so regnerisch, Putin? Eine Putin-Wolke. Zu zweit können wir jetzt kämpfen. Diese Formel, oh Mann, scheiße. Schon wieder diese Sache. Ich vergesse es immer wieder. Dass es nichts bringt, nur bei einem Gegner. Okay, noch einmal. Ich muss hier auf zwei aufpassen. Auf den Gronkh muss ich ja nicht aufpassen, der kümmert sich um sich selbst. Impuls! Komm, das kriegen wir hin. Jetzt sind wir doppelt so stark. HP-Banane. Für mich den Streuer. Den HP-Streuer. Gronkh ist dann. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Blitz. Der sieht so trollmäßig aus. Putin in der Wolke. Das sieht so lächerlich aus. Zugabe. Ich soll jetzt einsetzen. Oha. Ich brauche mal was Süßes. HP-Banane. Mampf. Ich lasse mir kurz Blitz. Impuls. Komm, das kriegen wir hin. So schwer kann sie doch nicht sein. Oh, schön, dass Blitz in der HP-Banane einsetzt. War, glaube ich, ihre letzte. Bringen wir es zu Ende. Flammensturm. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Impuls. Okay, nein. Das ist nicht gut. Da muss ich den Steuer wieder einsetzen. Zwei Mitglieder hält das auch ein bisschen länger. Der HP-Steuer. Blitz. Zu Impuls. Wir haben es gleich. Wir haben ihn gleich gerettet. Den Putin. Das Team passt aber ja nicht. Naja, alle Teams passen nicht wirklich. Nur die Teams untereinander würden passen. Wenn ich jetzt aus allen Teams jeweils einen rausnehmen würde. Wenn ich jetzt Donalds nehmen würde. Uha. Ich muss mich jetzt wieder beleben. Ich muss mich jetzt wieder beleben. Ja, wäre sinnvoll. Habe ich auch gemacht. Und Blacky greift an. Zack. Los, hau drauf. Gronkh, tu den Rest. Wie schmeckt dir das? Erledigt. Putin gerettet. Hab's Dank. Juhu. Hey, und guck mal an, sie gleich. Das wird morgen sicher wehtun. Ja, das kann schon sein. Level 12 für 2G. Level für 2G. Hurra, Wolkenwatte. Putin-Wolkenwatte also. Hoppla. Das war Nummer 2. Und der dritte folgt zugleich. Ich möchte möglichst bald Putin sichern. Wir sehen ihn sicher bald. Auf nach Port Grotto. So, Port Grotto. Geben wir Putin sein Gesicht zurück. Da hat er's wieder. Zack. Er sagt es. Zack. Die hören mich, die Mies. Die haben's von mir. Oh, Zwergi, lange nicht gesehen. Kein Wunder, so ohne Gesicht. Unglaublich, dass der dunkle Fürst auch mich erwischt hat. Aber ich wusste, dass du mich retten würdest.
Noch einmal vielen Dank, Zwergi. Und auch dir, großer Weiser Gronkh. Keine Ursache, das war doch rasch erledigt. Jetzt fehlt nur noch ein Gesicht. Kümmern wir uns darum. Putin hat sich dir angeschlossen. Und dann fehlt hier nur noch Annelie. Wo hält sie sich auf? Dort. Na, da weißt du schon, wo ich lang muss. Wir retten dich, Annelie. Wir retten dich. Wir holen dich zurück. Jetzt als Team. Der Wladimir ist jetzt auch im Team. Zusammen schaffen wir es. Was der Wladimir will, was zum Anziehen. Wozu stiehlt der dunkle Fürst bloß all diese Gesichter? Gute Frage. Einfach gesagt, er benutzt sie, um seine Monster zu kontrollieren. Was soll das heißen? Nun, der dunkle Fürst erschafft allerlei Monster. Doch handelt es sich bei diesen Monstern zunächst um schwache Wesen. Sie sind, wie soll ich sagen, unvollständig. Was diese Kreaturen Stärke verleiht und ihnen zugleich untertan macht, sind die stummen Gesichter? Exakt. Die Gesichter sind schon was Komisches. Ja, sehr komisch. Coole Gespräche zwischen den Wegen. Der nächste Kampf? Nein, eine Gabelung. Wir wollen ja auch nach links. Meine Nase ist verstopft. Übertreib nicht. Ja, jetzt gibt's wieder diese schönen Zwischendialoge. Gab's ja vorher nicht, weil wir nur zu zweit oder allein waren. Selbstgespräch gibt's dann doch nicht. Fächerwelle. Das ging schnell. Mein altes Team ist wieder da. Naja, nicht mein altes Team. Ihr wisst, was ich meine. Meine alten Teammitglieder kommen zurück. Und Zwergi wiederholt sich immer wieder, was Gronkh betrifft. Macht sich Sorgen, dass er sich mit ihm versteht. Jede Menge Geld haben wir. Jede Menge Gold, meine ich. Nächstes Kampfdingens. Hab ein Loch im Schuh. Okay. Nicht so schnell. Das ist wirklich nicht so schlimm. Impuls. Nein, fiese Formel. Hier bringt's mal was. Attacke. Zack. Putin lässt sie tanzen. Mit Zwölke tanzt. Zugabe. Aber gerne. Einmal den Saft des Todes. Hat geklappt. Schon vorbei. Ja, weiter geht's. Hurra, Wolkenwatte. Sind wir bald da beim Gasthaus? Ja, da ist ein Gasthaus. Huhu. Der Putin kommt mal dorthin. Der ist noch ganz alleine. Aber muss so gehen jetzt. Oh, Blick hier etwas zu sagen. Nisa, was läuft bei dir? Fantastische Erinnerungen. Nisa erzählt von ihren Abenteuern. Sie war ja gestohlen. Was ist dann passiert? Achso, ich habe erzählt, sie hat zugehört. Okay. Hat ja auch gefehlt bei den Abenteuern. Stimmt, die war ziemlich lange nicht mit dabei. Level 11. Fichte Freunde werden wir langsam. Ziemlich beste Freunde, oder was? Komm, retten wir das letzte Gesicht. Frage mich, was Gronkh so gerade macht. Hinter dir laufen. Rasche, rasche. Putin, was mag da sein? Schau nach, Putin. Hoffentlich keine Monster. Es ist eine kleine Miezekatze. Miez. Ruski Miezekatze. Wie hieß nochmal Katze auf Russisch? Ist lange her, dass ich meine letzte Russischstunde hatte. Keine Ahnung. Uha! Der sieht sehr stark aus. Flammenanalie Golem. Alles klar. Flammenanalie Golem. Da können wir nachhelfen mit Impuls. Attacke. Fächerwelle. Ha! Blackie greift auch noch an. Warte, ich helfe dir. Blitz. Blitz und Donner ungeheuer. Es ist genug HP für alle da. Obwohl die Ruhezone können wir ja jetzt wieder benutzen. Wo wir ja jetzt zu dritt sind. Den vierten retten wir gerade. Und ich setze wieder diese Schwachsinnsattacke an. Ist es bei mir schon so festgefahren. HP-Banane. Für Lisa. Und mein 3DS blinkt. Akku ist alle. Na schön. Na toll. Dann müssen wir diesen Kampf mal beenden. Los, werdet fertig. Beeilt euch. HP-Banane.
Zack. Wir haben zwei HP-Bananen und einen Bonbon, einen MP-Bonbon. Oh, geheilt. Dann leck die mal in die Ruhezone. Und ich Impuls. Zack. Ich muss eigentlich eine HP-Banane essen, aber vielleicht geht's auch so. Gute Besserung. Oha. Oha. Ich bin am Boden. Bringen wir es zu Ende, Flammensäule. Nebenstreuer auf mich. Gibt's doch nicht. Impuls. Komm, wir haben ihn gleich besiegt. Attacke. Strengt euch an. Los, Team. Gemeinsam schaffen wir das. Annelie zurückzuholen. Jetzt sind wieder alle frisch. Annelie zurückholen. Auf geht's. Was ist mit dir, Putin? Du bist nicht so kampfresistent, wie du mal warst. Resistent meint natürlich Heilung. Danke, Gronkh. Dass du Putin unterstützt. Das klingt falsch. Nicht übel. Wir haben es geschafft. Annelie, vielen Dank. Juhu! Haben wir unser nächstes Teammitglied zurück. Golemsteg. Das letzte von dreien. Jetzt haben wir alle dreien geholfen. Fehlen nur noch sechse. Ja, schon. Aber viele meiner Freunde sind noch nicht befreit. Er sagt es. Ja, betrüblich. Aber wir müssen nach vorn sehen. Also auf nach Port Grotto. Na gut, was sollen wir auch sonst tun? Mal sehen, was Annelie dazu sagt. Zurück nach Port Grotto. Gasthaus. Erstmal ein Gasthaus. Dort speichere ich mal kurz zwischen, bevor mir in der DS hier ausgeht. Das wäre tragisch. Will ins Blackie-Zimmer gehen. Von mir aus. Wieder allein. Was haben die zu bereden? Saubere Arbeit. Putin macht sauber. Ich glaube an dich. Gib alles, Putin. Endlich treffen die aufeinander. Die lernen sich ja gerade erst kennen. Stimmt, Putin und die liebe Lisa, die kennen sich ja noch gar nicht. Na dann. Ich hole mir mein Teammitglied zurück im Port Grotto. Annelie, komm ins Team. Dein Gesicht, hier hast du's. Und nimm. Zack, hier hast du's. Puh. Kriegerin Annelie ist wieder zurück. Zwergi. Es war ja klar, dass du mich retten würdest. Wir sind zu neunt aus der Burg des dunklen Fürsten geflohen. Ich wurde gestillt und geriet in Gefangenschaft. Darin auch gut. Wir sollten rasch zur Burg aufbrechen. Die anderen sechs warten gewiss schon auf eine heldenhafte Rettung. Oh ja, hier kommen die heldenhaften Retter. Annelie hat sich dir angeschlossen. Auf zum Flammenberg. Ja, auf I. Zu dritt ein neues Team haben wir. Und weiter geht's, wir brechen auf, aber nicht in diesem Part mehr. In diesem Part beende ich nur noch den Part. Ja, ein Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr von Miitopia verpassen wollt. Mein DS blinkt, der muss zum Laden gesteckt werden. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Part. Miitopia. Bis dahin, ciao, ciao, adios.